Wenn der Anleger die Sicherheit haben möchte, dass sein Investment wirklich auf die 20 Jahre geschützt ist, das heißt die Anlage der Fondsgesellschaft 20 Jahre lang die Einspeisevergütung tatsächlich erhält, dann müsste er schauen, welche Informationen, ob diese Informationen im Prospekt enthalten sind. Ist das nicht der Fall, ist zu empfehlen, beim Vermittler durch persönliche Ansprache nachzufragen, ob eine entsprechende Prüfung gemacht worden ist, beziehungsweise bei der Übernahme der Anlage nach Fertigstellung durch die Fondsgesellschaft vom GU entsprechende Prüfungen vorgenommen werden. Dabei geht es darum, dass im Rahmen dieser Prüfung sichergestellt wird, dass nach Übernahme der Anlage durch die Fondsgesellschaft kein Dritter Einwände gegen die Gesellschaft erheben kann, die den Betrieb der Anlage bzw. das Eigentum der Fondsgesellschaft an der Anlage auf die Zeit des Investments hin gefährdet. Wenn ich jetzt Anleger bin und lese die Informationen im Prospekt, kann ich mich darauf verlassen oder kann der Fondsinitiator im Grunde genommen reinschreiben, was er möchte? Nein, der Fondsinitiator kann in den Prospekt nicht hineinschreiben, was er möchte. Es gibt für die Prospektausgestaltung in Deutschland klare gesetzliche Regelungen. Er darf nur das in den Fonds hinein, in den Prospekt hineinschreiben, was tatsächlich den Gegebenheiten entspricht. Der Prospekt ist zwar auf der einen Seite ein Werbemittel, auf der anderen Seite soll es allerdings dazu dienen, dass der Anleger eine klare Entscheidungsgrundlage hat für sein Investment. Und dementsprechend hat das der Aspekt der Werbung eher in den Hintergrund zu treten, sondern es sind Fakten zu veröffentlichen, es ist auf Risiken hinzuweisen mit der Konsequenz, wenn dort drin steht, es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, es gibt bestimmte Ansprüche, es gibt Garantieansprüche gegenüber Herstellern und GUs, dann ist tatsächlich auch sicherzustellen, dass die bestehen, stellt sich nachher heraus, das ist nicht der Fall und der Anleger leidet dadurch einen Schaden, hat er die Möglichkeit, diesen Schaden im Wege der sogenannten Prospekthaftung gegenüber dem Fondsinitiator geltend zu machen. Wie sichert sich denn der Fondsinitiator selbst ab, zum Beispiel gegenüber dem Generalunternehmer, von dem er die Solaranlage übernimmt? Absicherungen gibt es hier zweierlei. Entweder es gibt eine sehr umfangreiche Prüfung zum Zeitpunkt des Abschlusses bereits des GU-Vertrages für die Dokumente, die zu dem Zeitpunkt vorhanden sind. Diese Vorgehensweise ist eher unüblich. Üblicherweise passiert diese Prüfung erst zum Zeitpunkt nach Unterzeichnung des GU-Vertrages, nämlich dann, wenn die Anlage fertiggestellt ist und es dann zur Abnahme kommt. Diese Abnahme wird zweigeteilt. Es gibt einmal eine technische Abnahme, wo innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, das können mehrere Tage sein, das können aber auch mehrere Wochen sein, geprüft wird, ob die Anlage technisch funktioniert, ob es Probleme mit den Wechselrichtern gibt, ob diese hochfahren, runterfahren, ob die Anlage ordnungsgemäß im Rahmen eines Wartungsvertrages kommuniziert etc. pp. Neben der technischen Abnahme gibt es eine rechtliche Abnahme. Im Rahmen dieser rechtlichen Abnahme wird geprüft, ob Baugenehmigungen ordnungsgemäß erteilt worden sind, ob Baugenehmigungen rechtswirksam waren und natürlich auch, ob Baugenehmigungen wirksam umgesetzt worden sind. Es wird geprüft, ob die Verträge, die mit Grundstückseigentümern abgeschlossen worden sind, wirksam sind. Es wird geprüft, ob möglicherweise der GU gesonderte Garantien über die Leistungsfähigkeit der Anlage abgegeben hat. Dieses sind wesentliche Merkmale, um sicherzustellen, dass der Fonds tatsächlich über 20 Jahre die Anlage ordnungsgemäß betreiben kann und die Werte erzielen kann, die hoffentlich im Rahmen der Prospekt- bzw. der Planung des Prospektes durch sogenannte Ertragsgutachten dokumentiert worden sind. Nehmen wir mal an, es stellt sich nach 2 Jahren heraus, die Solaranlage hat nicht mehr die versprochene Leistung. Kann der Fonds sich dagegen gegenüber dem GU, dem Generalunternehmer, wehren? In Deutschland auf alle Fälle, denn in Deutschland haben wir eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 bzw. 5 Jahren. Die steht uns zu, auch dann, wenn im Vertrag nichts explizit geregelt ist. Die Regel tatsächlich sagt auf der anderen Seite, es gibt entsprechende Gewährleistungsregelungen gegenüber dem GU. Die sind teilweise mit Penalen verbunden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass diese Gewährleistungsregelungen zum Teil mit Haftungshöchstgrenzen beschränkt sind. Darüber hinaus gibt es aber auch neben der Gewährleistung sogenannte Performance-Ratio-Garantien. Das heißt, es sind Garantien des GUs im Hinblick auf die technische Leistungsfähigkeit der Anlage. Und diese Performance-Ratio-Garantien bestehen neben den Gewährleistungsansprüchen. Die beziehen sich zum einen, wie gesagt, wie bereits erwähnt, entweder auf die technische Leistungsfähigkeit
Oder aber es gibt es Hersteller, die inzwischen Performance Ratio Garantien abgeben, die sich sogar auf das Wetter beziehen und damit das Risiko übernehmen, dass es möglicherweise zu Wetterkapriolen kommt, die in den zugrunde gelegten Ertragswettgutachten nicht berücksichtigt worden sind. Kommt es dazu, dann hat der Anleger Anspruch darauf, aus dieser Garantie, dass diese Wetterkapriole, die zu einer Ertragseinbuße führt, im Wege der Performance Ratio Garantie von dem GU erstattet wird, sodass am Ende des Tages der Preis für diese Wetterkapriole nicht der Anlagenbetreiber und damit am Ende der Anleger bezahlt, sondern der GU aufgrund der von ihm gegebenen Performance Ratio. Dirk Voges von der Kanzlei BTW Simon in München, vielen Dank Ihnen. Bitte schön.